In Budapest ist der IMF-Agent Hennewey auf der Flucht vor einer Gruppe von Kriminellen, die eine Datei mit russischen Atomwaffenabschusscodes gestohlen haben. Nachdem er sie alle erschossen hat und von einem Dach gerannt ist, trifft er auf Moriau, die ihn tötet, bevor er den Alarm auf seinem Telefon sehen kann, der besagt, dass sie eine Attentäterin ist. Nachdem Hennewey tot ist, kann Moriau die Akte an sich nehmen und fliehen. Währenddessen bereiten die IMF-Agenten Benji und Carter in einem Moskauer Gefängnis einen Plan zur Rettung ihres Kollegen Ethan vor. Vom Fun aus hackt sich Benji in das Gefängnissystem ein, um die Zellen zu öffnen und die Gefangenen zu befreien, die daraufhin randalieren und die Beamten verprügeln. Sobald Carter die richtige Stelle in der Kanalisation erreicht hat, spielt Benji ein Lied, das Ethan signaliert, dass sie bereit sind, ihn abzuholen. Doch anstatt durch die einfache Hintertür zu gehen, die Benji für ihn geöffnet hat, stürzt sich Ethan in den Kampf, um einen Gefangenen namens Bogdan zu retten. Es ist schwer, sich durch all die wütenden Kriminellen durchzukämpfen, aber Ethan ist ein sehr geschickter Kämpfer und schafft es, sich durchzusetzen und Bogdan in einen leeren Raum zu bringen, während Benji die Tür hinter ihnen verschließt, damit sie nicht verfolgt werden können. In diesem Raum setzt Carter einen Sprengstoff ein, um ein Loch im Boden zu öffnen, das ihnen die Flucht durch die Kanalisation ermöglicht. Das Team entkommt mit dem Fun und Ethan erklärt, dass er Bogdan mitgenommen hat, weil er ihm Informationen verkauft hat und es den Tod bedeutet hätte, ihn drinnen zu lassen. Die Agentur schickt eine Gruppe von Sweepern, die Bogdan beschützen sollen, und nachdem sie ihn in einen anderen Fun verfrachtet haben, beginnt Carter, die nächste Mission zu erklären. Es stellt sich heraus, dass Hennewey mit Benji und Carter zusammengearbeitet hat, aber Carter wurde im Zug abgefangen. Hennewey gelang es trotzdem, die Akte zu stehlen, und damit begann die Verfolgungsjagd. Was die Agentur jedoch nicht wusste, war, dass die Person, die die Akte abholte, der tödliche Attentäter Moriau war. Als Carter die Schläger abschütteln und Hennewey erreichen konnte, war es bereits zu spät. Die Aufgabe besteht nun darin, die Akte wieder zu beschaffen, und Ethan hat vielleicht eine Ahnung, wohin sie geht. Die IMF-Agentur ist auf der Suche nach einem Extremisten mit dem Codenamen Kobalt, der darauf aus ist, Atombomben zu zünden und der bereits mit Moriau zusammengearbeitet hat. Der Lieferwagen hält an, damit Ethan die Agentur kontaktieren kann, und er erfährt, dass Kobalts wahre Identität zu dem russischen Geheimdienststrategen zu gehören scheint. Um herauszufinden, wer er ist und wo sie ihn finden können, muss Ethan den Kreml infiltrieren und Kobalts Akte finden, bevor er sie zerstören kann. Wenige Augenblicke später verkleiden sich Ethan und Benji als russische Generäle, um den Kreml zu betreten, während Carter sich als Tourist ausgibt, um einen Ballon zu steuern, der ein spezielles Artefakt in den Schornstein des Gebäudes fallen lässt. Dieses Artefakt bringt das System, insbesondere den Scanner am Eingang, durcheinander, so dass Ethans und Benjis gefälschte Ausweise als echt erkannt werden. Sobald sie drinnen sind, erreichen Ethan und Benji das Stockwerk, in dem sich der Archivraum befindet, und benutzen einen speziellen Bildschirm, der die Wand simuliert, um sich dahinter zu verstecken, damit sie die richtige Tür erreichen können, ohne vom Wachmann bemerkt zu werden. Als Ethan jedoch an die Schränke kommt, stellt er fest, dass alle Disketten bereits geleert wurden. In diesem Moment taucht Kobalt auf einer anderen Etage auf und fängt, nachdem er einen Wachmann getötet hat, die Frequenz des Teams ab, indem er vorgibt, bei ihnen zu sein, und ankündigt, dass es Zeit für die Sprengung ist. Die Nachricht erreicht auch die Wachen, die sofort in Aktion treten, was Ethan und Benji veranlasst, die Mission abzubrechen und sich zu trennen. Glücklicherweise können sie dank ihrer Uniformen noch nicht verdächtigt werden, so dass es Ethan gelingt, nach draußen zu gelangen, nachdem er an Kobalt vorbeigekommen ist, ohne zu wissen, dass er es ist. Draußen angekommen, entledigt sich Ethan des falschen Schnurrbarts und dreht die Jacke um, um wie ein anderer Tourist auszusehen. Er sieht auch Kobalt wieder, und dieses Mal wird er misstrauisch, weil er bemerkt, dass der Mann aus irgendeinem Grund seinen Koffer in einer Tasche versteckt hat. Ethan will ihn verfolgen, doch plötzlich explodiert der Kreml und er wird bewusstlos geschlagen. Stunden später wacht Ethan im Krankenhaus auf und ist mit Handschellen an ein Bett gefesselt. Er wird von dem Polizisten Sidorov angesprochen, der Ethans Doppeljacke entdeckt hat und ihn für die Explosion verantwortlich macht. In diesem Moment bringt eine Krankenschwester Ethan in ein Zimmer und lässt seine Akte auf dem Bett liegen. Ethan nutzt dies aus, indem er die Klammer stiehlt und damit die Handschelle aufbricht, wodurch er durch das Fenster entkommen kann. Sidorov findet ihn und fordert ihn auf, zu springen, aber stattdessen benutzt Ethan seinen Gürtel, um an einem elektrischen Kabel hinunterzurutschen und auf einem Lieferwagen zu landen, der daraufhin zusammenbricht. Sidorov versucht, ihn zu verfolgen, aber Ethan ist bereits auf der Flucht. Er stiehlt eine Jacke, Schuhe und ein Telefon, mit dem er die Agentur anruft und darum bittet, abgeholt zu werden.
Die Nachricht von der Explosion wird auf der ganzen Welt im Fernsehen ausgestrahlt und der Kryptograf Liesenker ist besorgt, dass er dadurch in Schwierigkeiten geraten könnte. Sobald er den Bericht sieht, bittet er seine Frau, ihre Sachen und die ihres Sohnes für einen Urlaub zu packen, aber es ist bereits zu spät. Kobalt und seine rechte Hand, der Söldner Wistrem, sind in seinem Haus und drohen damit, die Familie zu töten, wenn Liesenker ihnen nicht hilft. Am Abend wird Eason schließlich von einem Wagen der Agentur abgeholt. Er spricht mit dem Sekretär, der den Geheimdienstanalysten Brandt mitgebracht hat, um Eason über die Vorgänge zu informieren. Russland macht die USA für die Explosion verantwortlich, weshalb die amerikanische Regierung das Ghost Protocol eingeleitet hat, was bedeutet, dass sie das IWF desavouiert hat. Eason beschreibt Kobalt und zeichnet sogar ein kurzes Porträt von ihm, so dass Brandt ihn als Kurt Hendricks erkennen kann, einen russischen Strategen, der einen Atomkrieg anzetteln will und wegen seiner Verrücktheit zum Rücktritt aufgefordert wurde. Leider können sie die russische Regierung nicht darüber informieren, denn die Amerikaner haben jede Glaubwürdigkeit verloren. Der Sekretär soll Eason zur Bestrafung nach Washington zurückbringen, doch stattdessen übergibt er ihm einen USB-Stick mit Informationen und sagt ihm, er solle so tun, als hätten er und Brandt ihn angegriffen, damit er fliehen kann, um das Chaos zu beseitigen. Bevor Eason jedoch etwas unternehmen kann, wird das Auto von der Polizei entdeckt, die das Feuer auf sie eröffnet. Die Sekretärin und der Fahrer sterben, das Auto verliert die Kontrolle und stürzt in den Fluss. Eason benutzt eine Fackel zusammen mit einer der Leichen, um die Polizisten abzulenken, während er und Brandt wegschwimmen. Sidorov ist ebenfalls vor Ort, um die Operation zu überwachen, und er wird darüber informiert, dass zwei Gefangene aus ihrem Gefängnis entkommen sind. Einer davon ist offensichtlich Eason, und obwohl Sidorov Bogdan nicht kennt, schickt er seine Männer los, um mit ihm in Kontakt zu treten. In der Zwischenzeit erreichen Eason und Brandt einen Bahnhof und finden einen geheimen IMF-Bunker in einem abfahrenden Güterzug, wo sie sich mit Benny und Carter wieder treffen. Eason verschwendet keine Zeit und schließt nach einem geheimen Anruf den USB-Stick des Ministers an, um eine Rede von Kobalt zu finden, in der er für den Einsatz von Atomwaffen zur Reinigung der Menschheit wirbt. Er nutzte die Explosion im Kreml, um den Diebstahl eines nuklearen Sprengsatzes zu vertuschen und muss sich jetzt nur noch mit Moriau treffen, um die Codes zur Aktivierung des Sprengsatzes zu erhalten. Laut Geheimdienst sind Moriau und Wistrem auf dem Weg nach Dubai gesehen worden, also müssen sie abgefangen werden. Da das IMF außer Betrieb ist, haben sie keine Hilfe von außen, sondern nur die Werkzeuge, die sie in diesem Zug finden können. Es ist sogar noch gefährlicher als sonst, aber alle stimmen zu, die Mission trotzdem durchzuführen. Das Team reist zum Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt. Doch um ihren Plan in die Tat umzusetzen, müssen sie sich zunächst um ein kleines Problem kümmern. Benny kann sich nicht einfach in das System des Hotels einhacken, da die vier Walls hier militärischen Standards entsprechen, was bedeutet, dass sie sich von außen Zugang verschaffen müssen. Während Carter eine Kellneruniform stiehlt, trägt Eason spezielle Handschuhe, mit denen er an der Außenseite des Gebäudes hochklettern kann, um in den Serverraum zu gelangen. Es ist eine gefährliche Mission, da er es eilig haben muss, bevor die Kriminellen eintreffen und der aufziehende Sandsturm die Stadt erreicht, aber Eason schafft es, konzentriert zu bleiben und den Server zu erreichen, wodurch Benny direkten Zugang zu allen Kameras und Aufzügen erhält. Die Tür des Serverraums lässt sich jedoch nicht öffnen, also benutzt Eason eine Rolle Draht, um an der Außenseite des Gebäudes hinunterzulaufen und zurück in den Raum zu schwingen, während Benny damit beginnt, die Nummern der Räume auf zwei Etagen zu ändern. Jetzt können sie mit der eigentlichen Arbeit an dem Plan beginnen. Carter gibt sich als Moriau aus und trifft sich mit Wistrem, während Brandt und Eason so tun, als seien sie die Kriminellen und sich mit Moriau treffen. Brandt trägt eine Speziallinse, die Bilder erfassen und an den Drucker in einem Aktenkoffer übertragen kann. Dieser Drucker kopiert die Codes und druckt sie in verschlüsselter Reihenfolge auf Papier, das von Ethans Telefon verfolgt werden kann. In diesem Moment sehen sie auf den Kameras, wie Wistrem mit Liesenker eintrifft, den Brandt als den Kryptografen erkennt, der während des Krieges die russischen Codes neu entworfen hat. Das bedeutet, dass er hergebracht wurde, um die Dateien, die Moriau ihnen verkaufen will, zu authentifizieren, was den ganzen Plan zunichte macht. Eason meint, sie sollten Wistrem die echten Codes geben und ihn später fangen. Ein Plan, gegen den Brandt ist, bis Eason ihm klar macht, dass sie keine andere Wahl haben. Erschwerend kommt hinzu, dass die Maschine, die in ihrer Maske gearbeitet hat, plötzlich kaputt geht, so dass sie sich auf die Hoffnung verlassen müssen, dass Moriau Wistrem noch nie gesehen hat. Glücklicherweise ist genau das der Fall. Wistrem hält Carter für Moriau, und Moriau glaubt, dass Brandt und Eason ihre Käufer sind. Carter verlangt die Bezahlung der Diamanten im Wo aus, und als Benny den Raum betritt und sich als Kellner ausgibt,
der Kaffee bringt, stiehlt er sie, ohne dass die anderen es bemerken. Carter gibt Wistrom den Koffer mit dem Drucker, der verschlossen ist, also verschafft sie sich Zeit, indem sie vorgibt, die Zahlenkombinationen finden zu müssen, um ihn zu öffnen. In der Zwischenzeit hat Moriau die Codes an Brandt weitergegeben, der vorgibt, Liesenker zu sein, der sie kontrolliert, damit das Objektiv die Informationen an den Koffer senden kann. Als Carter Wistrom die Zahlenkombination gibt, sind die Druckerpapiere bereits im Koffer und Benny betritt Moros Zimmer, um ihr die Bezahlung zu übergeben. Wistrom verschwindet mit den Papieren und tötet Liesenker auf dem Weg nach draußen. Moriau freut sich über die Diamanten, aber als die Agenten gehen dürfen, bemerkt sie die Linse auf Brands Auge und befiehlt ihren Leibwächtern, sie zu töten. Ethan verprügelt die Leibwächter mit der Hilfe von Brandt, der für einen Analytiker schockierende Kampffähigkeiten zeigt. Carter nimmt die Verfolgung von Moriau auf und lässt sich ebenfalls auf einen Kampf ein, eigentlich soll sie sie lebendig fassen, um sie zu verhören, aber mitten im Kampf tritt Carter Morrow und wirft sie versehentlich aus dem Fenster. In der Zwischenzeit ist Ethan hinter Wistrom her. Sidorov findet ihn auf seinem Weg nach draußen und versucht, ihn zu verhaften. Ethan verprügelt ihn und seine Männer, bevor er nach draußen eilt, wo der Sandsturm immer näher kommt. Mit Hilfe der App auf seinem Handy, die die Papiere verfolgt, folgt Ethan Wistrom durch den Sturm und stürzt sich auf ihn, als er vorbeifährt, wobei er sein Gesicht zerkratzt und seine Maske zerstört, so dass er sich als Kobalt entpuppt. Ethan stiehlt ein Auto, um ihm zu folgen, aber wegen des Sturms verunglücken beide, und Kobalt gelingt die Flucht, indem er auf einen vorbeifahrenden Lastwagen springt. Das Team zieht in ein verlassenes Gebäude um, und während das Team über Moros Tod streitet, kontaktiert Ethan erneut seinen mysteriösen Anrufer, um ein Treffen zu vereinbaren. Er konfrontiert auch Brandt, um ihn dazu zu bringen, zu gestehen, dass er früher ein Agent war, der als Analytiker endete, was seine Kampffähigkeiten erklärt, aber Brandt weigert sich, seine Vergangenheit zu erklären. Erst als Ethan geht, um sich mit seinem Kontaktmann zu treffen, erzählt Brandt den anderen, was passiert ist. Er war auf einer Mission in Kroatien, bei der er ein Paar beschützen sollte, ohne dass sie von seiner Anwesenheit wussten. Leider hat er versagt, und die Frau wurde getötet, wie sich herausstellt, ist diese Frau Julia, Ethans Frau. Von Schuldgefühlen übermannt, beschloss Brandt, keine Außeneinsätze mehr zu machen und nur noch am Schreibtisch zu arbeiten. Deshalb weiß er auch, warum Ethan im Gefängnis war, er hatte die Männer, die Julia ermordet hatten, kaltblütig umgebracht. In der Zwischenzeit trifft sich Ethan mit seinem Kontaktmann, der kein anderer als Bogdan ist. Sein Cousin ist The Fog, ein mächtiger Waffenhändler, der sich bereit erklärt, Ethan zu helfen, weil ein Atomkrieg nicht gut für sein Geschäft ist. The Fog teilt ihm mit, dass der Satellit, den Kobalt zur Aktivierung der Codes benötigt, an ein Telekommunikationsunternehmen in Mumbai verkauft wurde. Er erklärt sich auch bereit, dem Team einige Ausrüstungsgegenstände und sogar ein Privatflugzeug zur Verfügung zu stellen, wenn Ethan ihn mit einigen seiner Regierungsfreunde zusammenbringt. Nachdem Ethan verschwunden ist, ruft The Fog Sidorov an und sagt ihm, wo er Ethan finden kann. Das Team fliegt nach Indien und hat einen Plan im Kopf. Carter und Ethan schleichen sich auf eine Party des milliardenschweren Unternehmers Nat, der Eigentümer der Firma ist, die den Satelliten gekauft hat. Carter versucht, Nat mit ihrem Charme zu verführen, während Brandt sich durch die Küche in einen Lüftungsschacht schleicht und einen speziellen Metallanzug anzieht. Brandt springt in den Schacht und Benji hält ihn mit einem speziellen Roboter, der Magnete trägt, in der Schwebe, so dass Benji Brandt durch einen Tunnel führen kann, um Zugang zu den Computern zu erhalten, die den Satelliten steuern. Carter gelingt es, Nats Aufmerksamkeit zu erregen, und er wird eingeladen, seine private Kunstsammlung zu sehen, was dazu führt, dass sie in sein Zimmer gehen. Da sie nun nicht mehr gesehen werden können, verprügelt Carter Nath und holt sich von ihm die Servercodes, aber es ist zu spät. Benji hat den Zugriff auf das System verloren, weil Kobalt und Wistrom von einem anderen Firmengebäude aus auf den Satelliten zugreifen. Sie haben einen Virus in Nats Haussystem eingeschleust, um Benji zu stoppen, und die Codes werden an ein Atom-U-Boot übermittelt mit dem Befehl, eine Rakete auf San Francisco abzuschießen. Immerhin gibt der Virus Benji die Möglichkeit, den Standort von Kobalt aufzuspüren, so dass Ethan und Carter sich auf den Weg dorthin machen, ohne zu wissen, dass Sidorov ebenfalls auf der Party war und ihnen nun folgt. Leider schaffen sie es wegen des dichten Verkehrs nicht mehr rechtzeitig und die Rakete wird abgeschossen. Ethan weigert sich jedoch, aufzugeben. Jetzt müssen sie nur noch ihre Mission ändern, ihr nächstes Ziel ist es, Zugang zum System zu erhalten, um den Sprengkopf abzutreiben. Als sie am Firmengebäude ankommen, werden sie von Kobalt gesehen. Er befiehlt Wistrom, den Strom abzuschalten, während er mit dem Aktenkoffer, der die Abschusssteuerung enthält, davonläuft.
Carter betritt ebenfalls das Gebäude, aber Wistrom erschießt sie, bevor er den Strom abstellt und flieht. Brandt und Benji kommen an und nachdem sie sich vergewissert haben, dass es Carter gut geht, machen sie sich an ihre nächsten Aufgaben. Brandt kümmert sich um Wistrom und den Stromschalter, während Benji daran arbeitet, das System neu zu starten. In der Zwischenzeit folgt Ethan Cobalt in ein automatisches Parkhaus, das aus mehreren beweglichen Plattformen besteht, die sich über ein Dutzend Stockwerke erstrecken. Zur gleichen Zeit, als Brandy Wistrom findet und ihn verprügelt, kommt es zu einem Kampf zwischen Ethan und Cobalt, bei dem der Aktenkoffer von Plattform zu Plattform geschleudert wird. Als sie hoch genug sind, beschließt Cobalt, sich zu opfern, um Zeit zu gewinnen und der Rakete zu ermöglichen, ihr Ziel zu treffen, was dazu führt, dass er sich den Koffer schnappt, springt und stirbt, sobald er den Boden des Parks erreicht. Ethan hat keine Zeit, all diese Stockwerke hinunterzulaufen, also steigt er in ein Auto und springt ebenfalls, wobei er den Sturz dank des Airbags des Autos überlebt. Danach beeilt er sich, den Aktenkoffer zu holen und die Rakete abzubrechen, aber es klappt nicht. Das liegt daran, dass das Team den Strom noch nicht wiederhergestellt hat, Brandt verliert seinen Kampf mit Wistrom. Benji sagt Carter, welche Knöpfe er drücken muss, um das System neu zu starten, sobald der Strom wieder da ist, und macht sich auf die Suche nach Brandt. Er erschießt Wistrom, sobald er ihn gefunden hat, und Brandt stellt die Stromversorgung wieder her, so dass Carter das System einschalten kann und Ethans ständiges Drücken der Knöpfe schließlich die Detonation abbricht. Am Ende schlägt die Rakete nur auf dem Dach eines Gebäudes ein, bevor sie ins Meer stürzt. In diesem Moment findet Sidorov Ethan und sieht den Aktenkoffer, was ihm zu der Erkenntnis verhilft, dass Ethan immer der Gute war und ihm der Ort absichtlich verraten wurde, um zu sehen, wer der wahre Bösewicht ist. Ein paar Tage später sitzt Ethan in Seattle bei einem Drink mit einem anderen Agenten und erzählt ihm von seinen letzten Abenteuern. Dann trifft das Team ein, und Ethan verabschiedet sich von seinem Freund, um dem Team zu sagen, dass er gerne wieder mit ihnen zusammenarbeiten würde. Carter und Benji nehmen den neuen Auftrag gerne an, aber Brandt weigert sich und gesteht schließlich sein Versagen, Laura zu beschützen. Ethan ist jedoch nicht beunruhigt, er hat immer gewusst, wer Brandt ist, und er macht ihm keine Vorwürfe, weil Laura nicht tot ist. Kein Mensch kann sicher sein, wenn er mit einem Agenten zusammen ist, also hat Ethan ihren Tod vorgetäuscht, um sie zu befreien. Die Ermordung ihrer Mörder war ebenfalls Teil des Plans, was es Ethan ermöglichte, ins Gefängnis zu kommen und mit Bogdan Kontakt aufzunehmen, um die Informationen über Cobalt zu erhalten, die das IMF suchte. Da er nun ein reines Gewissen hat, erklärt sich Brandt bereit, wieder mit Ethan zusammenzuarbeiten. Als das Team weg ist, verlässt Ethan seinen Tisch und schaut einer Frau nach, die am Hafen ankommt. Es ist Julia, die Ethan ebenfalls sieht und ihm zuwinkt, bevor sie ihr Leben weitergeht. Danach hört sich Ethan eine weitere Aufnahme der Agentur an, um seinen nächsten Auftrag zu erhalten.